Was für ein schönes Getrappel, wenn die Kinder in den Kids-Treff gehen, in den Kindergottesdienst. Aber es ist auch schön, dass der Saal nicht halb leer ist. manchmal kommen so viele Kinder rein und dann freue ich mich schon beim Reinkommen. Dann denke ich, oh Backe, und wenn die alle rausgehen, dann ist es leer. Aber nein, es ist schön, dass ihr da seid. Als Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern spricht, da erklärt er ihnen unter anderem, warum ihnen den Jüngern Feindschaft droht. Heute haben viele Menschen den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft irgendwie die Positionen auch immer unversöhnlicher und härter nebeneinander stehen. Man spricht von Polarisierung und wir Christen sind da auch irgendwie mittendrin. Vielleicht können wir was davon lernen, wenn Jesus hier seinen Jüngern sagt, warum ihnen Feindschaft droht. Und vielleicht können wir auch was davon lernen, wie wir damit umgehen können und einen guten Beitrag leisten können. Stell dir vor, ich nehme euch erstmal so ein bisschen in die Situation rein, dass wir es euch ein bisschen vorstellen können. Stell dir vor, du wärst einer von Jesus Jüngern, von dem engen Zwölferteam. Stell dir das mal vor. Und stell dir vor, du hättest Jesus live erlebt, du hättest gehört, was er sagt, du hättest sogar gesehen, dass er vom Tod auferstanden ist. Jetzt sagst du vielleicht, das glaube ich auf keinen Fall, aber jetzt ist egal. Stell dir jetzt einfach mal vor, du hättest es erlebt und du hättest es gesehen. Und was das für ein unfassbares Ereignis in deinem Leben ist und wie dich das erfüllt, ja, und das ändert alles, was du denkst, das ändert dein bisheriges Leben und die Richtung für dein zukünftiges. Und das erfüllt dich, das verändert deine Sicht auf Gott und die Welt, auf dich selbst und auf alles. Und weil das so was Beeindruckendes und was Wunderschönes ist, kannst du gar nicht anders, als anderen davon weiterzusagen. Hey, stell dir vor, dieser Jesus, ja, das ist wirklich der, den Gott geschickt hat. Das ist wirklich der Retter der Welt. Und er ist auferstanden und lebt. Und deswegen können wir Kontakt mit ihm haben und können durch ihn Kontakt mit Gott haben. Und das ist so. Ja, als wenn Menschen in der Wüste leben und du weißt aber, wo die Quelle ist. Du weißt, wo es das Wasser gibt. Und du musst es allen erzählen, weil die Menschen in der Wüste sind. Alle voller Sehnsucht, voller Durst, aber du hast die Quelle gefunden, wo das Wasser sprudelt, was Leben schenkt. Stell dir das mal vor. Und dann passiert was Überraschendes. Du bist so motiviert und begeistert und dann passiert was Überraschendes. Diese gute Nachricht, die du deinen Mitmenschen weitersagen willst, die trifft gar nicht auf Begeisterung. Die Leute rufen gar nicht, ey, Halleluja, Gott sei es gedankt, endlich sagt mir jemand. Die meisten wollen die gute Nachricht gar nicht hören. Aus manchen Gruppen wirst du sogar ausgeschlossen, weil du Unruhe stiftest. Einige gehen auf Distanz. Manche greifen dich an. Man wirft dir vor, ein überheblicher Heuchler zu sein, ein Radikaler. Du kommst aus einer Situation, wo du Gottes Liebe und Gottes Nähe und Gottes Handeln so intensiv erlebt hast, dass du top motiviert bist und begeistert und erfüllt davon. Und du landest in feindlichen Umständen, wo alles gegen dich spricht. Und dann ist die Frage, wie geht's dir dann? Wie fühlst du dich? Was denkst du? Welche Gedanken kommen dir? Ich kann mir vorstellen, so etwas wie, was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Warum wenden sich alle gegen mich? Wo ist Gottes Liebe denn jetzt? Gerade habe ich ihn noch so intensiv erlebt und dann sind auf einmal alle gegen mich. Keiner will mir zuhören, keiner hört die gute Nachricht. Wo ist denn Gottes Liebe jetzt? Ich spüre nichts davon, wenn sich alles gegen mich wendet. Und dann kommen Zweifel. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Vielleicht hast du was ganz Ähnliches sogar schon erlebt.
Wir sagen oft, dass sich in Jesus Gottes Liebe zeigt. Und Gottes Liebe und die Liebe von Jesus zu seinen Jüngern zeigt sich an diesem Abend, von dem wir hier reden, darin, dass er seine Jünger vorbereitet auf genau solche Situationen, damit sie nicht eiskalt erwischt. Ich lese aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 15 ab Vers 18 bis Kapitel 16 Vers 4a. Jesus Christus spricht: Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund hasst euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Aber so haben sie keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch sie haben diese Taten gesehen und sie hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das muss so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht. Ohne jeden Grund haben sie mich gehasst. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Und er wird als Zeuge über mich aussagen. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zu Ehren Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Aber ich habe es euch gesagt, wenn es eintrifft, werdet ihr an meine Worte denken. Das ist Gottes Wort. Wenn die Welt euch hasst, sagt Jesus. Hassen ist ein starkes Wort, ein emotional aufgeladenes Wort. Bei unseren Kindern, Teenager, Jugendlichen ist es manchmal so im Alltagssprachgebrauch, ne, das und das mag ich nicht, wird dann gleich gesagt, ich hasse das. Ich sage dann immer, ey, hassen ist ein starkes Wort, pass auf, was du da sagst. Für uns ist das sehr aufgeladen, Hass. Ja? Das Wort, das im griechischen Text hier steht, das hat eine größere Bandbreite als das deutsche Wort hassen wiedergibt. Das hat eine Bandbreite von, das ist mir eigentlich völlig egal, das ist mir völlig gleichgültig, interessiert mich nicht, bis hin zu diesem wirklich leidenschaftliche, aktive Ablehnung. Diese Bandbreite umfasst das Wort. Also von gleichgültiger Distanz über klare Ablehnung, Zurückweisung bis hin zu offenem Hass. Jesus sagt also so viel wie, wenn ihr der Welt egal seid, wenn euch die Menschen ablehnen, ja, und wenn euch die Welt sogar hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst haben, dass sie mich zuerst abgelehnt haben. Und das ist gut, dass Jesus uns daran erinnert. Wir Christen kommen so schnell ins Zweifeln, wenn sich die Umstände gegen uns wenden. Als Christen passiert es uns immer wieder, wenn die Situation schwierig wird, wenn sich alles gegen uns wendet scheinbar, dann zweifeln wir daran, dass Gott gut ist, dass Gott treu ist. Wir sehen es nicht mehr, wir fühlen es nicht mehr. Aber Jesus sagt, denkt an mich,
Denk daran, wie es mir ging. Zwischen Jesus und Gott passte nicht mal ein Blatt Papier. So eng sind die beiden miteinander. Nichts kommt da dazwischen, überhaupt nichts. So eng war Gott mit Jesus und Jesus mit Gott verbunden. Und trotzdem erlebt Jesus, dass sich alles gegen ihn wendet. Und wenn die Situation schwierig wird und sich scheinbar alles gegen uns wendet, dann fangen wir nicht nur oft an Gott zu zweifeln, an seiner Treue und an seiner Liebe, wir fangen dann auch oft an uns selbst zu zweifeln. Bin ich schuld? Ist an mir was verkehrt? Ich habe es ja gar nicht anders verdient. Ist ja klar, dass mir das jetzt passiert. Ich habe es nicht anders verdient. Jetzt kriege ich die Rechnung präsentiert. In vielen von uns steckt es nämlich ganz, ganz tief drin. Vielleicht sogar wirklich in jedem Menschen. Das kann gut sein. Steckt es ganz tief drin, dass wir denken, wenn wir Gutes getan haben, dann haben wir auch verdient, dass uns Gutes passiert. Und wenn wir Böses getan haben, haben wir verdient, dass uns Böses passiert. Und wenn wir erleben, dass uns Böses passiert, dann zweifeln wir entweder an uns selbst, sagen, Mist, wo ist mein Fehler? Was habe ich falsch getan? Wo ist meine Schuld? Oder wir zweifeln an Gott und sagen, Gott, ich war so gut. Habe ich nicht was Gutes verdient? Es steckt so tief in uns drin. Aber schau mal, Jesus sagt, schaut auf mich. Wenn euch diese Gedanken kommen, schaut auf mich und denkt dran, wie es mir gegangen ist. Jesus hat nichts falsch gemacht. Nie. Er ist der Einzige, der das Gute wirklich in Vollkommenheit verkörpert und trotzdem wurde er geschlagen und gequält und gekreuzigt. Und wenn dir diese Gedanken kommen, diese Zweifel, dass du denkst, ey, ich habe doch Gutes getan, jetzt habe ich auch Gutes verdient. Und du fängst an Gott zu zweifeln oder an dir selbst, weil du denkst, meine Schuld, jetzt kriege ich es präsentiert. Dann sagt Jesus dir, stopp, denk nicht, was ganz natürlich in dir drin steckt, sondern denk an mich. Bei mir war es doch auch anders. Ich war eng mit Gott und trotzdem haben sich alle gegen mich gestellt. Klammer auf, oder vielleicht gerade deshalb, Klammer zu. Und ich habe nur Gutes getan und trotzdem habe ich Böses erlebt. Lass dich nicht von diesen ganz natürlichen Zweifeln, die, glaube ich, in jedem Mensch von uns drinstecken, da ins Boxhorn jagen, sondern denk an Jesus. Manchmal gibt es allerdings auch Christen, die ticken ein bisschen anders. Die empfinden jeden Widerspruch als Bestätigung und denken, ja, wenn jemand gegen mich ist, dann liege ich wohl richtig. Also wir hören ja hier von Jesus, dass das so sein kann. Aber wenn ständig Leute gegen dich sind und du jeden Widerspruch zweifellos als Bestätigung erlebst, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass Leute gegen dich sind, weil du Christ bist. Vielleicht bist du einfach nur komisch. Vielleicht musst du mal überlegen, wie du denkst, wie du tickst, was du über andere denkst und wie du dich verhältst. Darüber redet Jesus jetzt in diesem Teil nicht, aber dem Apostel Petrus zum Beispiel war das voll bewusst. Er schreibt sinngemäß, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn die Leute gegen euch sind, natürlich nur, wenn sie dabei lügen. 1. Petrusbrief. Also Petrus ist voll bewusst, ja, dass, also wenn uns jemand angreift, wenn uns jemand anklagt, dann soll es doch bitte so sein, dass es daran liegt, dass wir ganz nah an Jesus sind. Und nicht, dass wir komisch sind und uns unmöglich verhalten.
Also ein bisschen, ja, genau. Wenn du ein überheblicher christlicher Besserwisser bist, wenn du lieblos andere verurteilst, wenn du frustriert grummelst über eine böse, böse Welt, dann strahlst du nicht aus, dass das Evangelium eine gute Nachricht ist. Und dann zeigst du wenig vom Charakter von Jesus. Und dann liegt es nicht an deinem Christsein, sondern an deinem Charakter und Verhalten, wenn du Probleme mit anderen hast. Das gibt es, aber ich habe schon gesagt, davon spricht Jesus hier nicht. Er spricht zu Leuten, wo er damit rechnet, die werden zweifeln. Die werden nicht selbstgerecht sagen, ja, natürlich, sondern die werden zweifeln. Die werden an Gott zweifeln, die werden an sich selbst zweifeln, die werden kurz davor sein zu verzweifeln, wenn es schwierig wird. Und er tröstet sie und er bereitet sie darauf vor. Und er sagt ihnen, es liegt nicht daran, dass ihr was falsch gemacht habt. Es liegt nicht daran, dass Gott euch verlassen hätte. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Und kein Diener ist größer als sein Herr, sagt Jesus. Und dann erzählt er nochmal von der Ablehnung, die er erlebt hat. Und die Jünger erkennen das wieder. Sie waren dabei bei den meisten Dingen, die Jesus hier anspricht. Die Jünger erinnern sich, ja, stimmt, das war doch so. Jesus hat vor Tausenden gesprochen, aber sie haben sich voller Ärger abgewandt und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Johannes Evangelium, die Speisung der 5000. Und dann spricht Jesus weiter davon. Ich bin das Brot des Lebens. Und so viele gehen weg, sagen, das will ich, das muss ich mir nicht anhören. Das muss ich mir nicht anhören. Das muss ich mir nicht sagen lassen. Immer wieder war Jesus an den großen Festtagen in Jerusalem, hat öffentlich von Gott gesprochen, in Gottes Auftrag, Kranke geheilt. Aber die meisten Menschen wollten davon nichts wissen. Und die führenden Leute, die religiösen Anführer, wollten ihn sogar aus dem Weg räumen. Und die Jünger sagen, ja, stimmt. Stimmt. So ist es. So war das. Die gute Nachricht von Gott, die gute Nachricht von Jesus Christus, die trifft nicht auf ungeteilten Applaus. Die trifft nicht auf lauter Leute, die sagen, hurra, super, endlich, wie froh sind wir, das zu hören. Ja, es gibt Leute, die hören es und die sagen, das ist meine Rettung. Das ist Gottes Liebe. Das ist mein neues Leben. Aber es ist die Minderheit. Die Mehrheit sagt, ich möchte es nicht hören. Ich möchte so weitermachen wie bisher. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater, sagt Jesus in diesem Zusammenhang. Und meint damit, wer mich ablehnt, der lehnt auch Gott ab. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine wichtige Info, weil die sagen, ja, ich glaube an Gott. Ja. Ich bin auch religiös. Ich glaube an Gott. Ich habe auch meinen Glauben. Ich bete auch. Und Jesus, der einzigartige Botschafter Gottes, sagt, Vorsicht, so funktioniert es nicht. Wenn du denkst, du glaubst an Gott und brauchst Jesus nicht, dann liegst du falsch. Dann täuschst du dich. Weil nur Jesus dir vorstellt, wie Gott wirklich ist. Und wenn du ohne Jesus an Gott glaubst, dann glaubst du ziemlich sicher nicht an den lebendigen Gott, wie er ist, sondern an ein Bild von Gott, was du dir selber zurecht gelegt hast oder was sich in deinem Leben rauskristallisiert hat. Vorsicht, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wer mich ablehnt, lehnt auch Gott ab.
Es gibt Gott nicht ohne Jesus. Und mit Jesus zu leben hat einen Preis. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Er spricht davon, sie werden euch aus den Synagogengemeinden ausschließen, also aus den religiösen Communities, wo man eigentlich gedacht hat, da ist Gottes Wort lebendig. Und die Entscheidung, Menschen, die zu Jesus gehören, aus den Synagogengemeinden auszuschließen, die ist zu diesem Zeitpunkt schon längst gefallen. Im 9. Kapitel vom Johannesevangelium lesen wir davon. Und Jesus spricht davon, dass Leute sogar glauben werden, sie tun Gott was Gutes, wenn sie Menschen hinrichten, nur weil sie zu Jesus gehören. Und das ist ja bis heute so. Bis heute gibt es Leute, die meinen, sie tun Gott, wie auch immer sie ihn nennen, etwas Gutes, wenn sie Christen töten. Gott sei Dank geht es bei uns nicht so, aber in anderen Ländern kann das sein, in anderen Kulturen. Und Jesus spricht davon, und die erste Todesstrafe wegen des Glaubens an Jesus Christus wird nur kurze Zeit später vollstreckt werden. Wir lesen schon in der Apostelgeschichte davon. Es kommt genauso, wie Jesus es hier ankündigt. Jesus sagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht an mir irre werdet. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht verzweifelt. Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht aufgebt und mich aufgebt und das Vertrauen auf mich. Denn ich bin noch immer der Retter und Gott ist noch immer treu und Gottes Liebe gilt euch noch immer und er wird noch immer euch zu dem Ziel führen, was er für euch und für die ganze Welt vor Augen hat, auch wenn ihr brutalen Widerstand erlebt. Ja, dreht nicht durch, verliert nicht die Hoffnung und deshalb bereite ich euch jetzt vor und sage euch das. Und denkt dran, mir ging es auch nicht anders. Und das müssen wir uns immer wieder sagen und sagen lassen. Weil es einfach so tief in uns drinsteckt, dass wir denken, ich habe doch Gutes getan, ich habe doch mich bemüht, als Christ anständig zu leben, ich habe mich eingesetzt für Gott und jetzt habe ich doch eigentlich es auch verdient, dass Gott mir Gutes schenkt. Und dann kommt es nicht so. Und dann sind wir genau da drin, dass wir zweifeln und vielleicht sogar kurz davor sind zu verzweifeln. Und Jesus sagt, liebe Freunde, so funktioniert diese Welt nicht. So funktioniert diese Welt nicht. Ich habe Gutes getan, ich bekomme jetzt Gutes. So funktioniert diese Welt nicht. Verzweifelt nicht daran. Haltet an mir fest, denn mir ging es genauso. Wie euch. Woher kommt denn die Feindschaft? Woher kommt die Ablehnung gegen den christlichen Glauben, von der Jesus spricht? Ich versuche das mal so zu sagen, dass es auch auf uns und auf unsere Situation trifft, auch wenn wir das nicht in derselben krassen Weise erleben, wie die ersten Christen das erlebt haben und wie viele Christen das in anderen Ländern tatsächlich täglich erleben. Woher kommt die Feindschaft gegen den christlichen Glauben? Menschen reagieren sehr empfindlich, wenn man nicht dieselben Werte teilt wie sie. Menschen reagieren sehr empfindlich, wenn man nicht dieselben Werte teilt wie sie und nicht das Spiel mitspielt, sage ich jetzt mal. Und wir können das auf einem kleinen und relativ harmlosen Niveau beobachten, wenn zum Beispiel eine Familienfeier ist und jemand keinen Alkohol trinkt. Vielleicht hat sich das mittlerweile auch schon geändert. Aber ich erinnere mich noch an Zeiten, da haben das die anderen als ein Affront empfunden. Wenn ich keinen Alkohol trinken wollte. Und ich glaube, aus manchen Umfeldern kennt man das noch, wenn du keinen Alkohol trinkst, dann musst du dich erklären, du musst dich rechtfertigen, warum, wieso und so weiter und so fort. Und es wird fast persönlich genommen. Oder jemand isst kein Fleisch. Muss sich in der Regel erklären, rechtfertigen. Und ich sage das jetzt als einer, der kein Vegetarier ist und der wahrscheinlich schon viel zu oft Leute gefragt hat, ach echt, warum denn nicht?
Also es interessiert mich auch wirklich, die Motivlage. Ja, aber natürlich kann es auch blöd sein. Ja, du isst kein Fleisch, triffst die Entscheidung, ständig musst du dich erklären und rechtfertigen. Oder wenn du als Frau nicht berufstätig bist. Ich gerade diese Woche gehört, nicht von meiner Frau, von jemand anders, gesagt hat, ständig werde ich gefragt, und wann gehst du denn wieder arbeiten? Als wäre das keine Arbeit, was sie macht. Nur weil sie keinen Gehaltscheck kriegt. Also wir sehen da auf einem kleinen Level und wir spüren es in der Gesellschaft auf einem vergrößerten und verstärkten Level, dass Menschen sehr empfindlich reagieren und sich durchaus sogar angegriffen fühlen, wenn man nicht dieselben Werte teilt wie sie und in bestimmten Bereichen ihr Spiel nicht mitspielt. Und Charles Taylor, der kanadische Philosoph, der übrigens von der Stadt Stuttgart schon mal einen Preis bekommen hat, sagt, wo Gott nicht mehr das Höchste in der Gesellschaft wird, da wird die Moral zum Höchsten. Und ich habe den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht unmoralisch geworden ist, sondern die in manchen Bereichen hypermoralisch geworden ist. Und einfordert, dass man diese selbe Moral teilt und sich dazu bekennt. Menschen reagieren empfindlich, wenn man nicht dieselben Werte teilt, denn dahinter steckt die Frage, was ist gut und was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Diese Frage steckt dahinter. Und da fühlen sich Leute dann angegriffen und selbst in Frage gestellt, wenn man das anders sieht. Wenn jemand nach anderen Werten lebt, nach dem Motto, das, was ich für gut halte, das hältst du für böse. Und umgekehrt. Und das reißt Gräben auf. Wenn wir als Christen Werte vertreten, die in unserer Gesellschaft keine große Bedeutung haben oder sogar offen gegen andere Werte in der Gesellschaft stehen, zum Beispiel, dass Eltern durchaus Autorität über die Kinder haben und auch ausüben sollten, zum Beispiel der Schutz von ungeborenen Menschen während der Schwangerschaft. Oder zum Beispiel, dass Gott derjenige ist, der uns unsere Identität schenkt, auch unsere sexuelle Identität. Wenn wir solche Werte vertreten, dann kann es passieren, dass wir in den Augen der anderen dastehen wie Vertreter des Bösen. Weil es den Werten widerspricht, die sie für heilig halten. Darin liegt aber auch eine Chance. Darin liegt eine Chance. Denn wer mich so sieht, als quasi Vertreter des Bösen, der erwartet dann auch, dass ich mich böse verhalte. Das ist dann auch das Denken über uns Christen. Also wer uns Christen, wer dich, wenn du Christ bist, so sieht, der erwartet dann eigentlich auch, dass du dich böse verhältst. Zum Beispiel, dass du total selbstgerecht bist und über andere Leute verurteilst. Das ist dann die Erwartung, weil man sich das anders nicht vorstellen kann. Dass du Menschen hasst, die nicht deinen Werten entsprechend denken und leben. Und darin liegt die Chance, denn wenn du dich nicht so verhältst, wie es erwartet wird, sondern wenn du dich so verhältst, wie es Jesus Christus uns vorgelebt hat und uns sagt, wenn du also die Wahrheit vertrittst und trotzdem die Liebe verkörperst, so wie Christus das uns vorgelebt hat, wenn du dich nicht böse verhältst, sondern gut, wenn du nicht hasst, sondern liebst, wenn du nicht zu Distanz auf anderen gehst, nur weil die andere Werte verteilen, sondern wenn du dich trotzdem für sie interessierst und für sie da bist und ihnen hilfst, wenn du nicht patzig bist, sondern freundlich, wenn ich mich so verhalte, wie es Jesus Christus entspricht, zu dem ich gehöre, dann kann das eine richtig gute und heilsame Irritation sein. Und Menschen denken, hä? Die müsste doch eigentlich selbstgerecht und stolz und aggro und was weiß ich sein. Und ist das gar nicht.
Und das kann eine heilsame Irritation sein und Menschen von der Ablehnung zum Fragen bringen. Was ist da eigentlich los? Wie kannst du diese Werte vertreten und trotzdem Menschen lieben, die anders denken? Wie gelingt dir das? Und wenn uns das gelingt, liebe christlichen Geschwister, dann ist es heilsam für unsere ganze Gesellschaft. Denn genau das ist das, was unserer Gesellschaft fehlt. Dass wir voller Überzeugung nicht einer Meinung sind und uns trotzdem respektvoll und wertschätzend gegenüberstehen. Jesus macht uns das vor. Jesus geht hier noch weiter. Er redet nämlich nicht nur von der Feindschaft und die Tendenz wäre dann eigentlich, ja, man zieht sich am besten zurück. Also wenn es wirklich so ist, dass die Jünger erleben werden, dass alle gegen sie sind, dann müssten sie sich eigentlich einschließen und unter sich bleiben und echt auf sich aufpassen. Ja? Und Jesus sagt was Überraschendes. Er sagt, ich werde Gottes Geist senden und er wird mich bezeugen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und an anderer Stelle sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Und das finde ich überraschend. Ein Boot ist im Hafen sicher. Aber das ist nicht das, wozu ein Boot gemacht ist. Mit uns Christen ist es genauso. Unter uns fühlen wir uns sicher. Und das ist auch gut so. Christliche Gemeinschaft soll auch ermutigen und stärken und aufbauen. Aber nur unter uns, das ist nicht das, wozu wir gemacht, gerettet und beauftragt sind. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Trotz allen Widerstands. Obwohl euch die Leute ablehnen, obwohl man euch hassen wird und einige von euch sogar umbringen, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet in der ganzen Welt eine gute Nachricht verkünden und leben und vertreten. Und ihr werdet mich bekennen und Menschen werden das hören. Und das sagt er jetzt nicht, aber ich ergänze das mal. Und einige Menschen werden das hören und es wird für die Rettung sein. Es wird für sie das Leben sein. Es wird für sie die Fülle und die Freude und das Glück sein. Weil ihr mich bekennt, trotz aller Feindschaft und trotz allen Widerstands. Wir werden nicht erleben, wie die Welt uns applaudiert. Aber wir werden erleben, dass wir Zeugen für Jesus sind, mitten in dieser Welt. Und wir werden erleben, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Amen.